Auf dem Platz vom Weingut Glushof herrscht noch paradiesische Ruhe. Aber das wird sich ändern. Zoff ist angesagt. Spätestens am 31. August. Wir spielen im August, September hier unsere Freilichtaufführung. Das ist zum ersten Mal mit dieser Theatergruppe, dass wir so etwas machen. Und darum sind wir eigentlich hier, um euch zu zeigen, dass es draussen stattfindet und nicht drin, wie Schundstamme. Was bedeutet das für einen Theaterverein Aesch, eine Freilichtaufführung zu organisieren? Es ist eine riesige Organisation dahinter. Das OK hat extrem viel zu tun. Wir haben überhaupt keine Infrastruktur, außer dem Platz, wo wir hier sind. Wir müssen die ganze Infrastruktur stellen. Das heisst, Tribüne, Bühne, Technik, alles zusammen, WCs und. Das muss alles hier angebracht werden, muss installiert werden und dass wir dann bereit sind, wenn wir am 31. August spielen. Tribünen werden 244 Leute können auf Platz nehmen. Das sind zwei Tribünen an 122 Plätzen. Und, das ist eine Theaterbestuhlung, die leicht schräg nach oben geht. Das hat die Hinteren sehr gut sehen. Ja. Inzwischen probt die Theatergruppe im Schlosskeller und der Zoff ist Programm. Das Stück spielt in einem Schrebergarten und heisst «Zoff im Paradies». Es handelt eigentlich von Generationen. Das heisst, es ist gegen die junge Generation, gegen die ältere Generation, die hier im nahen Industriequartier immer ein Festchen machen wollen. Und die vom Schrebergarten sind durch das eigentlich nicht gestört. Aber denen, die es gehört, die sind gestört und die möchten etwas anderes mit dem Land machen. Zu viel möchte ich eigentlich gar nicht erzählen. Aber es ist eine grosse Herausforderung, das Stück hier jetzt auf die Beine zu bringen. Macht es einen Unterschied für eine Aufführung im Freien zu proben? Ja, total. Das ist etwas ganz anderes. Vor allem, ich mache es erst zum zweiten Mal. Ich spiele zwar über 30 Jahre Theater, aber es ist erst zum zweiten Mal, dass ich Regie mache. Und das erste Mal habe ich es wie normal im Freiheim gemacht. Und jetzt hier draußen ist es völlig etwas anderes, weil man ganz anders denken muss. Auch wir haben das erste Mal, dass wir mit Mikrofon arbeiten müssen. Und das kennen wir überhaupt nicht. Wir haben auch eine große Möglichkeit, das zu proben. Also wir hoffen einfach, es funktioniert und hoffen ein bisschen auf das Verständnis der Leute, wenn es vielleicht irgendwann mal auch pfifft. Wenn und wo startet der Vorverkauf? Der Vorverkauf der startet heute, am 27. Juni. Und ich hoffe, es hat noch Tickets, oder besser gesagt, es wird sicher noch Tickets haben. Also geht bei uns auf die Webseite und kauft Tickets für das tolle Spektakel, das dann sein wird. Bierstadt TV Aesch geht in die Sommerpause, möchte aber noch auf zwei wichtige Aescher Anlässe hinweisen. Das eine ist die Aussenstuhlete vom Aescher Gewerbe am Samstag, 6. August, ab den 4 Uhr am Nachmittag bis in die Nacht rein. Im Dorfzentrum wird dann ein richtiges Dorffest steigen. Das andere ist das internationale U19-Turnier vom FC Aesch am 28. bis am 31. Juli, wo mit Dynamo Kiew unter anderem eine Mannschaft aus der Ukraine an den Start gehen wird. Die nächste Sendung von Bierstadt TV Aesch wird ab Montag, 15. August, ausgestrahlt.